Bremse, falls das dieses Auto jetzt hier mitfährt. Obwohl bei der Geschwindigkeit von Fahren eigentlich kaum die Rede sein kann. Wenn ich das Auto hat 596 und 18 PS und damit lassen sich eben keine Bäume ausreißen. Challenger, der muss das natürlich jetzt bei der feuchten Straße hier ein bisschen gemächlich angehen lassen. Ich bin nicht genau darüber informiert, wie das Auto motorisiert ist, aber normalerweise müsste er ein 440er Magnum drin haben. Bedeutet 7206 Kubikzentimeter und 375 SAE PS. Da war ja damals ab 2 Liter Hubraum für Benziner eine horrende Luxussteuer angesagt und deshalb gab es ja diese...